geklappt. Defen. Wie ist denn der Stundenplan? Wollen wir den nochmal einblenden in der Zwischenzeit, damit ich nochmal einen Überblick bekomme? Ich glaube, jetzt ist gerade so eine, die Pause, ne? Also, was heißt Pause, aber die Lücke bis zu den Atzen um 18 Uhr. Ja. Na, siehst du, haben wir ja jetzt ein bisschen entspannt. Hallo? Hallo? Servus. Ist er Drachenlord? Bist du dort? Ah! Ist der Lord da? Ja, warte mal. Kleinen Moment. Da bist du! Ich hab das zu lange nicht mehr gemacht. Moment, ich höre euch nicht. Was, du hörst uns nicht? Doch, du hörst uns doch, oder? Du musst bei Skype sonst... ach, der hört uns ja nicht, dann kann ich es dir nicht erklären. Du musst bei Skype, bei Audioquelle... Ich glaube, der hört ja nichts. Wie würdest du ihm das denn erklären? Schreibst du es auf? Ja, schreib's jetzt auf. So, hört ihr mich? Jetzt müsstet ihr mich hören. Wir hören dich, hörst du uns? Wir hören dich die ganze Zeit. Jetzt hörst du uns? Jetzt höre ich euch, ja. Ja, da bist du. Wie geht's dir, Rainer? Jo, passt schon. Und selber? Ja, auch gut, auch gut. Ich mag diesen Freitag hier sehr gerne. Das ist ein bisschen Abwechslung von der Langeweile, die man sonst so hat, jetzt gerade in der Quarantänezeit. Wie ist denn bei dir? Ist irgendwas anders? Aber du bist ja so, meistens wahrscheinlich sowieso zu Hause, hängst du rum, ne? Oder? Ja, ich mache ja jetzt seit 2011 YouTube inzwischen, seit dem 11.11.11. War damals bewusst so gewählt, auch das Datum. Da kam mein erstes Video und ich hänge jetzt seit 2015 viel zu Hause rum, weil ich halt nur noch YouTube mache. Seit Mitte 2015, Ende 2015. Ja. Und ja, so viel hat sich für mich an sich jetzt eigentlich nicht geändert. Was ich ein bisschen lächerlich finde, ist in den Supermärkten, in den blöden Einkaufswagen, weil man soll 2 Meter Abstand halten, okay, verstehe ich, aber dann ist es irgendwo lächerlich, dass man in den Läden, man kann in den Gängen ja keine 2 Meter Abstand halten. Da müsste man ja auf dem Regal laufen. Ja, oder man wartet, bis der eine durchgelaufen ist und geht dahinter. Oder so, ja. Aber für einen Energy Drink oder für eine Schachtel Kippen, bisschen lächerlich, aber okay, ist halt so. Fährst du nur wegen Energy Drink und Schachtel Kippen zum Supermarkt? Ja gut, ich war neulich, musste ich unbedingt tanken, weil ich noch einen Termin hatte, einen Tag drauf. Und da habe ich gedacht, ich gehe ein bisschen früher, weil mir jemand geschrieben hat, dass die Tanke billiger ist im Moment. Wer weiß, wie das am nächsten Tag halt ist. Und dann bin ich halt schnell gefahren, habe mir gedacht, jetzt hole ich mir schon noch einen Energy Drink und so. Und ja, dann bin ich erst reingelaufen, weil ich immer reinlaufe, wegen 2, 3 Trümmern. Und dann hole ich mir einen extra Einkaufswagen. Und war schon ein bisschen lächerlich dann. Aber ja, okay, aber du kaufst auch so Lebensmittel ein. Du bist auch ein, du kochst auch selber, ne? Oder? Ja, ich koche selber, ich backe selber, ich mache halt mein Zeug eigentlich. Aber ich habe halt auch niemanden, der das macht, ne? Ich habe keine Freundin oder zumindest habe ich momentan niemanden, der bei mir lebt, sagen wir es mal so. Ich habe keine Familie an sich mehr. Also ich bin ja eigentlich komplett alleine. Also ich muss es selber einkaufen, wenn ich was essen will. Von wem ist denn das Haus eigentlich, habe ich mich immer gefragt. Von meinem Vater, also beziehungsweise von meiner Oma halt. Das ist halt so aus der Generation raus. Ach so, mehrere Generationen haben da schon drin gelebt jetzt. Die Oma. Ja, also okay. Meine Scheune ist vor 200 Jahren weggebrannt. Die ist knapp, also soweit ich weiß, zurückverfolgt habe, 400 Jahre lebt meine Familie schon hier. Ach krass. Zumindest von meiner Oma her. Ja, dann wird es jetzt Zeit für eine Frau, damit du da den Hof wieder zum Laufen bekommst, ne? Ja, das Problem ist halt mit diesen ganzen... Ja, sagen wir einfach Hater, weil bevor ich jetzt hier irgendwas was Verfängliches sage, diese ganzen Menschen, die immer vor meiner Haustür stehen, ist halt ziemlich schwierig, deine Beziehung auch hier umzusetzen. Ja, ohne Spaß, die filmen sich auch dabei. Es gibt Videos, wo Leute bei ihm vor der Haustür stehen und er sich mit denen rumschreit und so. Und was machen die dann da vor deiner Haustür? Rufen, ärgern, ne? Was machen die? Schreien Sachen hoch oder so? Also es ist ganz unterschiedlich, was die machen. Also es gab... In den letzten Jahren, angefangen hat es eigentlich lächerlich gering mit ein paar Leuten, die halt vorbeigekommen sind, die wollten halt Autogramme haben, die wollten halt miteinander reden. Ich habe auch früher so mit dem einen oder anderen mal ein Bierchen gezischt dann halt so, wenn die mal vorbeigekommen sind. Und im Laufe der Jahre wurde das dann immer aggressiver, immer schlimmer. Und vor allem hat es dann irgendwann damit angefangen, dass die Leute angefangen haben, Sachen auf mein Haus zu werfen. Ich meine, mittlerweile schaut mein Haus aus, als, keine Ahnung, würden Leute das zum Paintball-Spielen benutzen, weil es überall Flecken an der Wand hat, weil die schmeißen Gläser oder Flaschen mit Farbe drinnen auf meine Hauswände. Aber warum? Die zünden. Sind das Leute, die du kennst und schon mal beleidigt hast? Oder warum? Oder sind das sind irgendwelche Leute. Wildfremde Menschen, die fahren einfach vorbei und werfen so ein Ding. Also es ist zumindest noch niemand dabei gewesen, den ich persönlich kenne. Zumindest nicht, soweit ich jetzt weiß. Es sind alles irgendwelche Leute, die halt sehen, was ich im Internet für Videos mache.
Naja, ich kenne ja auch ein paar Videos. Ich kenne ja auch ein paar Videos, wo du die Leute schon auch ein bisschen herausforderst und sagst, kommt doch und Dings, ihr werdet schon sehen, wenn ihr kommt und so. Also ab und zu forderst du das ja auch raus. Vielleicht sind das Leute, die sich davon angesprochen fühlen und dann sagen, ja, dann kommen wir eben auch. Kann das sein? Auf jeden Fall. Also die Sache ist ja die, das ist ja immer zweischneidig, das Ganze. Es gibt mittlerweile auch so viel Stress im Internet und so viel Mist, dass da halt, das kann man gar nicht mal alles so nachvollziehen letzten Endes. Anfangs hat es damit angefangen, ich hatte ein eigenes Forum erstellt damals, zu meinem Let's Play-Zeiten, wo ich angefangen habe mit dem Zeug. Und da gab es ein paar Leute aus einem NSBM-Forum, also einem nationalsozialistischen Black-Metal-Forum, was halt so eine, ja, und ich bin halt total gegen sowas, ich mag sowas halt nicht, so diskriminieren und so einen ganzen Mist, da kriege ich echt die Ketzen. Und die sind dann hergekommen und haben halt bei mir überall Stress gemacht im Forum, auf meinen Account und so weiter. Und ich habe damals dann den Fehler gemacht, durch jemanden, der mir eine E-Mail geschickt hat und mir das zeigen wollte und sagen wollte, bin ich auf das Forum gegangen, habe dann halt abfotografiert und gescreenshottet, was die haben und wollte damit zur Polizei gehen. Und ich habe damals halt, war ich noch nicht so zurückhaltend wie heute. Heutzutage bin ich zwar auch noch zum Teil richtig aggressiv, wenn die irgendeinen Scheiß bauen, aber ich bin halt mittlerweile viel zurückhaltender, was es angeht. Und damals war ich halt noch viel impulsiver und dann bin ich halt auch mal ausgerastet in einem Video, weil ich habe dann, auf der Seite habe ich einen Beitrag gefunden von meiner Schwester mit ihrem damaligen aktuellen Profilbild von Facebook. Und da stand sowas drin, drunter wie, oh, wie war denn der genaue Satzlaut? Da stand irgendwas drin, drunter von wegen, wer geht jetzt hin, vergewaltigt die Alte und geht und schickt dann dem Fetten die Bilder, so ungefähr. Und da bist ja, du ausgerastet. Das ist damals mein Rage-Video gewesen, wo ich auch meine Adresse gesagt habe. Was ja dann viele auch immer gerne nehmen, wo dann die Adresse halt so bekannt ist, aber mittlerweile weiß ich, es gibt auch viele hier aus der Umgebung, die hier herkommen und Stress machen. Also das würde auch... Ich glaube auch, dass das für die Jugendlichen aus der Umgebung da so ein Ziel ist, wo man mal vorbeifährt vor der Party, noch mal kurz einen Ballon hochschmeißt zu dir und so, kann ich mir schon vorstellen, dass das mittlerweile so ein Pilgerort geworden ist. Ja, und viele sagen halt auch so, ja, du bist selber schuld mit deiner Adresse preisgeben und so weiter. Das stimmt ja auch damals zumindest. Aber mittlerweile ist es lächerlich. Also ich kann nicht mal auf die Straße gehen. Ich wohne ja in der Nähe von Nürnberg. Ich bin ja aus Franken. Wenn ich jetzt nach Nürnberg zum Beispiel reingehe, kennt man ja, denke ich. Und dann bin ich halt in der Innenstadt unterwegs. Ich komme halt kaum ein paar Meter, ohne dass mich irgendjemand erkennt oder mich anquatscht oder sonst was. Und früher oder später braucht mir bloß mal einer nachlaufen. Viele sagen, zieh halt um. Ja, wenn ich woanders hinziehe, dann brauchen die mir bloß nachlaufen, wenn die mich irgendwo sehen. Und dann wissen sie auch, wo ich wohne. Ja, das glaube ich auch. Und nachdem, was die schon alles angestellt haben? Ja, ich glaube, du nimmst der Sache ein bisschen Wind aus den Segeln, indem du weniger reagierst. Die Leute wollen ja, dass du rauskommst und die anschreist und so weiter oder deine Videos machst. Wenn du das immer mehr ignorierst, haben die ja auch kein Outcome davon. Außer, dass sie es jetzt geworfen haben, ein Haus dreckig gemacht haben, aber mehr haben sie nicht davon. Das, was sie eigentlich davon haben möchten, ist, dass du rauskommst und die anschreist. Und die das vielleicht noch filmen können, ihren Freunden zeigen können, online stellen können, wie auch immer. Das ist das, was sie eigentlich erreichen wollen. Wenn du denen das nicht bietest mehr, den Leuten, ich glaube, dass das schon mal weniger werden könnte. Ne? Ja, auch, ich tue auch nicht, auch, was auch ich nicht kann. So richtig thematisieren. Ich habe jetzt vorhin gesehen, dein Livestream ging auch um Mobbing. Ich finde es natürlich gut, dass man gegen Mobbing ist und dagegen was sagt. Aber das für dich, dass du das immer wieder thematisierst, zieht auch diese Leute an, die dich mobben. Glaube ich. Die dann daraus ihren Vorteil ziehen, dass du diese Reaktion hast. Dass sie dich gemobbt haben und du darauf reagierst, das ist das, was die möchten. Ja, das stimmt auf jeden Fall auch, bis zu einem gewissen Grad, ja. Ich muss aber auch sagen, einer der Gründe, warum ich ja das Ganze geht ja mit diesem Mobbing, geht ja seit 6 Jahren jetzt. Seit 2011 mache ich YouTube, seit etwa 6 Jahren geht es mit diesen ganzen Hatern. Aber das geht jetzt aber in diesem Jahr auch über. Du bist auch, ich sag's dir so, wie es ist, ich habe auch Freunde in meinem Freundeskreis, die kriegen es immer ab. Es gibt Freunde, die lasse ich in Ruhe, die würde ich nie ärgern, weil ich weiß, die explodiert sofort. Und dann gibt es Freunde, die haben diese Art und Weise zu reagieren auf meine kleinen Verarscher, die das für mich noch lustiger macht. Und so bist du auch. Du reagierst auch sofort. Du bist sofort getriggert und reagierst so, wie man das dann auch noch lustig findet von dir. Weißt du, was ich meine? Du bist so ein gefundenes Fressen. Ich würde aber hinzufügen, war ich. Okay. Also okay. mittlerweile, wie ich ja schon gesagt habe, ich bin jetzt auch schon 30, werde auch schon 31 das Jahr, bin ja auch kein so junger Hase mehr. Und ich muss sagen, ich habe im Laufe der Jahre wirklich gemerkt, wie sich meine, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, es ist wie so Wut, die man in sich hat und die ist irgendwie immer kleiner geworden im Laufe der Jahre irgendwie. Also ich habe auch nicht mehr so leicht Zugriff auf diese Wut, weil ich nicht mehr so leicht explodiere. Wenn Leute vor meiner Haustür stehen, na gut, dann rufe ich halt mal die Grünen, mittlerweile sind sie die Blauen an. Wobei man das auch falsch verstehen könnte. 31er!
31er. Na, ruf ich halt die Polizei an, weißt du, aber das Problem ist halt, ich habe das vor einiger Zeit, ich weiß nicht, war das Anfang des Jahres, irgendwann letztes Jahr war es das so, weil viele Leute sagen, ja, dann gehst halt gar nicht erst ins, dann geh halt erst gar nicht raus und so weiter. Und was passiert, wenn ich nicht rausgehe? Umso länger die da rumstehen, wenn die Polizei nicht kommt oder nicht gleich kommen kann, weil sie andere Fälle haben, dann fangen die Leute an, immer mehr zu randalieren. Nein, also, die haben glaube ja, wie gesagt, mir, die randalieren nur, weil du rauskommen sollst. Und wenn du rauskommst, haben sie erledigt, haben sie das, was du wolltest. Lass die drei Tage da campen. Lass die drei Tage da zelten, die Leute, aber reagier nicht. Das Problem ist, diese drei Tage überlebt mein Hoftor nicht, überlebt meine Hauswand nicht, überleben meine Farben, überleben meine Fenster nicht. Mir wurden mittlerweile 7 Scheiben eingeschlagen vom Haus. Mir wurde das Hoftor mehrfach beschädigt, demoliert, dass es mittlerweile so ist, dass ich es eigentlich komplett neu hinstellen müsste. Die Kohle dafür habe ich aber nicht. Und die Herrschaften, die sind so gut wie immer davongekommen. Rainer, und nichts für ungut. Ich kenne dein Haus auch bevor es angesprüht war, aus den Videos. Es sah nie aus wie die krasse Luxusvilla. Sah immer schon so. Kennst du es? Das mag sein, aber kennst du es vor, sagen wir mal, 7 Jahren, bevor das mit den Hatern überhaupt angefangen hat? Auch bevor die Leute das angesprüht haben. Ja. Mein Haus hat vielleicht nicht so schlimm ausgesehen, aber meine Fenster waren in Ordnung, mein Zeug war in Ordnung, ich hatte keine Probleme mit irgendwas und jetzt habe ich das Problem, ich kann nicht mal oben in meinem alten Arbeitszimmer, das ist ja genau die Etage oben drüber, ich kann nicht mal in dem Arbeitszimmer im Winter arbeiten oder was machen oder aufnehmen, weil es da arschkalt ist. Ich habe mittlerweile schon Bretter vor die Fenster gemacht, damit das überhaupt funktioniert. Ich habe auch hier vor dem Fenster habe ich Gitter davor inzwischen. Weil die sonst die ganzen Fenster einwerfen und selbst wenn nicht, ich habe hier an der Fensterscheibe, ich habe das schon ein paar Mal sauber gemacht und vor einer Woche oder was, haben sie ja wieder Eier geworfen, jetzt hängen da wieder Eier an der Fensterwand. Ich habe schon mittlerweile gar keine Lust mehr, das aufzuräumen. Siehst doch so, es ist Ostern, Eier sind gerade angebracht, ist doch voll okay. Versuch immer das Gute irgendwie daran zu sehen, an dem ganzen Quatsch. Falls hier jemand dabei ist, der das gerade hört, der irgendwie das Bedürfnis hat, bei Rainer vorbeizufahren oder irgendwelche Faxen zu machen, lass das sein. Es bringt nichts. Mobbing ist der größte Quatsch der Erde. Sich über jemanden zu stellen und zu glauben, man ist jemand Krasseres und Cooleres und den nach unten hin zu erniedrigen, ist der größte und für mich der unsäglichste Quatsch, den man machen kann. Wenn ihr kämpfen wollt und wenn ihr euch mit irgendwem anlegen wollt, dann macht das nach oben. Niemals nach unten. Das ist der letzte Dreck, den man machen kann. Ja, und sich über Leute stellen und die deswegen bewerfen, weil man glaubt, man ist cooler oder schlauer oder sonst irgendwas. Lasst Rainer in Ruhe. Das ist mein Anliegen an die Leute. Rainer, schön, dass wir mit dir gequatscht haben. Oh, er hat schon Rainer gehauen. Rainer ist raus. Er hat Rainer gehauen. Gut, dann hören wir uns vielleicht nochmal nächste Woche. Das ist trotzdem mein Appell an alle Leute. Da geht es jetzt nicht um Rainer oder sonst wen. Lasst diesen Mobbing-Quatsch. Das ist der größte Quatsch der Welt. Es gibt Leute, die wirklich ihr Leben ruiniert sind durch Mobbing. Die das einfach nicht gut wegstecken können, die einfach nicht genug Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein haben, und, um das einfach wegzustecken, sowas. Und das reißt tiefe Narben in viele Leute Herz und Seele. Also bitte hört auf mit diesem Mobbing-Quatsch. Wenn ihr euch mit irgendwem anlegen wollt und eure Aggression irgendwie rauslassen wollt, macht das nach oben, nicht nach unten.